Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Onion Dog. Neulich kam ein wirklich guter Freund von mir auf mich zu und er hatte ein Problem. Etwas, mit dem er alleine nicht zurechtkam. Etwas, das drohte, sein ganzes Leben zu vernichten. Und er sagte, du Onion Dog, Großmeister der Macht und der Liebe. Ihr müsst wissen, dass mich alle meine Freunde mit diesem Titel anreden und genauso aussehen wie ich und sich auch genauso anhören wie ich, nur mit leicht verstellter Stimme. Es ist eigentlich echt verdammt traurig, dass ich wirklich keinen Freund habe, der bei meinen Videos mitspielen möchte. Wie auch immer, weiter sagte er dann, Onion Dog, Großmeister der Macht und der Liebe, an wen soll ich mich mit meinem Problem nur wenden? Das Sorgentelefon? Meine Freunde und Familie? Und ich habe natürlich nur gelacht und ihm sofort den einzigen Ort empfohlen, an dem ihm wirklich geholfen wird. Gutefrage.net, der dümmsten Seite im Internet. Soweit ich weiß, hat mein Freund das dann auch gemacht und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Vermutlich ist er tot oder so. Naja, irgendwas ist ja immer. Okay. Ich habe mich jedenfalls mal wieder aufgemacht, für euch die dümmsten Fragen auf dieser Seite zu finden und sie noch dümmer zu beantworten. Erste Frage heute kommt von Schnitzel99. Und da fällt mir mal wieder eine Geschichte zu ein. Ich bin neulich mal wieder in die Stadt gefahren, weil ich unbedingt Fleisch essen wollte. Beim Gedanken an tote Tiere, die unter barbarischen Umständen zu irgendeinem Schlachthof gebracht wurden, dort mit ansehen mussten, wie alle ihre Artgenossen sterben, dann selber von einem unqualifizierten Idioten umgebracht wurden und anschließend zerhäckselt worden sind, hat mir richtig den Mund wässrig gemacht. Wow, wenn man sich das mal so vorstellt, sollte man vielleicht wirklich lieber Vegetarier werden. Na jedenfalls bin ich dann in den Supermarkt meines Vertrauens und habe Brokkolisalat und Himbeeren gekauft. Frag mich immer noch, ob ich jetzt alt werde, eine Weichflöte bin oder mittlerweile ein Problem mit meinen Augen habe. Wie auch immer. Schnitzel99 möchte jedenfalls gerne wissen, im Livestream vorspulen? Hey Leute, wie kann ich in einem Livestream vorspulen? Schaue mir gerade bei Twitch TV ein Video an und finde diese Vorspulleiste nicht. Bei YouTube kann man ja immer zurück und vorspulen, aber wie geht das nun bei Twitch? Das, lieber Schnitzel, ist ziemlich leicht erklärt. Es gibt nämlich bei Twitch einen ziemlich bekannten Bug. Und der heißt Zeit. Das ist irgend so ein komisches, lineares Ding, das zwar einerseits ermöglicht, dass man auf die Vergangenheit zugreifen kann und die Gegenwart sogar direkt beeinflussen, an die Zukunft kommt man allerdings nicht ran. Ist aber ziemlich einfach zu fixen. Du bindest dir einfach eine Katze um den Bauch, steckst dir zwei Zigarren in die Ohren, schminkst deine Augen mit Lippenstiften und rennst dann auf die Straße und schreist. Danach ist die Zeit zwar immer noch linear, aber du wirst in Zukunft nie wieder Twitch-TV gucken. Die nächste Frage kommt von KillBob2000. Auch wieder ein wundervoller Name. Stellt euch mal vor, ihr seid auf irgendeinem Online-Rollenspiel-Server. Alle geben sich größtmögliche Mühe, dass alles möglichst authentisch wirkt. Alle benutzen sogar altdeutsche Syntax im Chat. Doch dann kommt plötzlich KillBob2000 online und fragt alle weiblichen Spieler, ob sie nicht mal an seiner Bazooka lecken wollen. Okay. Er möchte jedenfalls gerne wissen, wonach schmeckt Strom? Da mein PC mit Strom bespeist wird, frage ich mich, wie Strom überhaupt schmeckt. Okay, Bob, Strom schmeckt so wundervoll. Eine leicht süße Note, dann ein herzhaftes Aroma, dann ein leicht bitterer, aber genau passender Abgang und ein Abschlussbouquet wie göttlicher Nektar. Ich kann dir da wirklich nur einen Rat geben. Lass dir das nicht länger entgehen. Leck sofort an der nächsten Steckdose. Die nächste Frage kommt von JojoSam73. Das klingt ein bisschen wie ein Bisasam, das einen Jojo verschluckt hat und 12 Chromosome zu viel hat. Er möchte gerne wissen, kennt ihr die Droge DSL oder so? Ich habe von einer Droge namens DSL gehört. Stimmt das? Und was macht sie? Jetzt könnten einige unwissende Idioten vielleicht denken, ha, der hat sich ja nur verschrieben und meint in Wirklichkeit LSD. Aber das ist natürlich Blödsinn, denn JojoSam hat wirklich recht. Die absolute Modedroge unserer Zeit ist DSL. Wenn es mit 16 Mbit durch deine Venen kocht, deinen zerebralen Kortex zum Explodieren bringt und dich danach in völlige körperliche Ekstase treibt, weißt du, das ist die einzige wahre Droge. Ich bin auch schon seit fast 20 Jahren abhängig davon und habe mittlerweile sogar noch den viel schlimmeren Nachfolger. Kabel! Okay. Die nächste Frage, die ein bisschen dazu passt, kommt von Janni12. Und er möchte gerne wissen, Muskatnuss eine Droge? Ich habe gehört, dass die Muskatnuss eine Droge ist. Stimmt das? Und wenn ja, muss man die essen oder wie würde das dann gehen? Ich will es nicht ausprobieren, möchte mich nur informieren. Wenn ihr es nicht glaubt, ich bin 13. Zum einen frage ich mich, warum du dann Janni12 heißt und zum anderen, welchen Unterschied das bei der Frage macht. Wie auch immer, ich habe das mal für dich recherchiert und tatsächlich gibt es dazu widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, es ist eine Droge, die anderen sagen, es ist keine oder es kommt auf die Menge an. Aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Deswegen werde ich jetzt für dich ein tödliches und gefährliches Experiment wagen. Ich habe unter Einsatz meines Lebens diese Muskatnuss besorgt. Und nein, das ist natürlich nicht die, die man für ungefähr 1 € in jedem Supermarkt kaufen kann. Und daran werde ich jetzt lecken. Klingt ein bisschen homoerotisch. Los geht's. Sechseinhalb Stunden später. So, nachdem ich jetzt ungefähr 10 Minuten gewartet habe, kann ich sagen, mir ist schlecht. Aber sonst ist nichts weiter passiert.
Die nächste Frage kommt von EDC Maokai. So eine Kartoffel über die Tastatur gerollt, oder was? Er oder sie möchte jedenfalls gerne wissen, was passiert, wenn ich meinen Freund hochhebe und er mich? Was passiert, wenn ich meinen Freund hochhebe und er mich? Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn die Leute die Frage in den Titel stellen und sie dann direkt darunter nochmal schreiben. Da könnte ich jedes Mal explodieren vor Freude. Schweben wir dann? Bitte um Antwort. Lieber EDC Mao... Komm, ich nenne dich einfach Vollidiot. Lieber Vollidiot. Ja? Das geht. Und es gibt auch noch ein paar andere tolle Tricks, die dein Leben viel einfacher machen werden. Solltest du zum Beispiel mal in einem Flugzeug sitzen, das abstürzt, schnapp dir einfach einen Rucksack oder sowas in deiner Nähe, spring kurz bevor das Flugzeug unten ankommt aus einem Fenster oder so hinaus, wirf den Rucksack unter dich und spring dann von ihm ab. Dann wird das Flugzeug neben dir zwar in Flammen aufgehen und ungefähr 200 Menschen sind einfach tot, du aber nicht. Aber du brauchst ja ohnehin kein Flugzeug, denn du kannst ja auch einfach eine große Metallplatte nehmen, dich draufstellen, zwei Magnete in den Händen halten und dann überall hinfliegen, wo du möchtest. Auch in die Psychiatrie. Denn da warten sie schon auf dich. Die nächste Frage kommt von Russenzwibbel. Endlich mal ein normaler Name. Und er möchte gerne wissen, ist es gefährlich, wenn man eine Micro-SD-Karte isst? Hallo, ich glaube, ich habe beim Essen eine Micro-SD-Karte 2 GB verschluckt. Mir geht es soweit gut, ich mache mir nur Sorgen, dass es irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Ist es nun gefährlich oder ist es egal? Lieber Russenzwibbel, erstmal finde ich super, dass du die Gigabyte-Anzahl dazu angegeben hast. Leider fehlt aber noch eine andere wichtige Information. Denn ob dir was passiert oder nicht, hängt natürlich nicht nur von der Speicherkapazität ab, sondern vor allem davon, was auf der Karte drauf ist. Wenn da jetzt überwiegend Bilder von köstlichen Tomaten, leckeren Brokkolisalaten und Bilder von toten Tieren, die unter unmenschlichen Bedingungen ums Leben gekommen sind, dann ist alles okay. Aber wenn da zum Beispiel Bilder von Nägeln, Müllbergen oder Bilder von riesigen schwarzen Dildos drauf sind, ist auch nicht genau, warum ich jetzt gerade ausgerechnet darauf komme, dann wirst du wahrscheinlich sterben. Wobei mir gerade auffällt, dass du die Frage schon vor einem Jahr gestellt hast, dann ist es eigentlich auch wieder egal. Tschüss. Okay. Und die letzte Frage heute kommt von Leo3572. Ich glaube, irgendwann erstelle ich mal einen YouTube-Zweitkanal und den nenne ich dann Penisgesicht33942. Er möchte jedenfalls gerne wissen, ist es komisch, die Mücke in seinem Zimmer Abdul zu nennen und sich eine Geschichte zu der Mücke auszudenken? Nein, lieber Leo, das ist total normal. Ich mache das auch dauernd. Wobei bei mir die Mücke nicht Abdul heißt, sondern Manfred. Hallo, ich bin Manfred. Du bist richtig dumm. Ende. Gut, das war's denn für heute auch schon wieder mit den dummen Fragen. Ich wollte aber noch kurz was mit euch besprechen. Zum einen, das wird euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein, habe ich einen coolen neuen Hintergrund. All diese coolen Fanarts haben hier irgendwelche wirklich netten Menschen gemalt. Und ich finde die wirklich alle super schön. Ich weiß übrigens auch noch, dass da ein paar fehlen. Also wenn ihr mir schon mal eins geschickt haben solltet und es da noch nicht hängt, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich es irgendwie nicht schön finde oder so. Sondern einfach nur, dass ich es jetzt in meiner History nicht so schnell gefunden habe. Das werde ich aber natürlich noch nachholen. Und wenn ihr mir auch ein Fanart schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich über Twitter machen. Aber am liebsten immer über Instagram. Wer es nicht weiß, da heiße ich OnionDogster. Falls ihr mal Bock habt, mit mir zu plaudern, könnt ihr mich auch gerne jederzeit anschreiben. Meistens antworte ich sogar. Und vielleicht kriegen wir irgendwann so viele Bilder zusammen, dass ich nicht nur die Tür, sondern auch noch die ganze Wand damit behängen kann. Was mein Vermieter wahrscheinlich beim Auszug irgendwie scheiße fände. Das andere, was ich nochmal loswerden wollte, ist nochmal ein herzliches Danke. Denn ich habe ja nur eine Weile keine Videos mehr machen können. Und ich habe echt ganz viele, ganz liebe Nachrichten von euch bekommen, die mir ein bisschen Zuspruch gegeben haben oder mich sonst irgendwie ein bisschen aufgeheitert haben. Und darüber habe ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Freue mich auf euch. Das war's erstmal. Euer Alex.